the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know you. Aus der Schweiz. Die ist ja quasi jetzt schlagartig die Schweizer Nummer 1 geworden über die Hürdendistanz. Noemi Sperren, die Schweizerin auf der Bahn 4. Veronica Borsi aus Italien noch. Aber das ist ja ausgeglichen im Grunde Besitz. Innen Baker, außen innen vielleicht auf der 8, das ist Alina Thalei. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Sperren ist in diesem Jahr bei den unter 20-Jährigen die schnellste Hürdenläuferin der Welt. Von der WM-Limite bei den Großen ist sie aber noch ein gutes Stück entfernt. Bei 13:15 liegt ihre persönliche Bestleistung, 13:10 müsste sie unterbieten, um für Mosca ein Thema zu werden. Und die großgewachsene Sperren läuft ein hervorragendes Rennen, touchiert keine Hürde und gewinnt souverän in einer bärenstarken Zeit. 13:04, das ist persönliche Bestleistung, Schweizer Juniorenrekord und ganz nebenbei die B-Limite für die Weltmeisterschaften. Ja, das habe ich niemals damit gerechnet oder gar nicht mal daran denken. Heute ist es passiert und freue mich wirklich darüber. Mega. Thank you.
Letztes Jahr hat die Hürdensprinterin Noemi zu Bern bei der Junioren-WM die Silbermedaille gewonnen. So richtig gefreut hat sie sich nicht darüber, weil sie enttäuscht war, dass es nicht für Gold gelangt hat. Das sagt schon alles über den Ehrgeiz von der 19-jährigen Emmentalerin. Und damit war auch klar, dass heute bei der Junioren-EM nur Gold gut genug war. Keine andere Juniorin ist nur annähernd so schnell in diesem Jahr gelaufen wie Noemi zu Bern. Die Favoritenrolle also klar verteilt. Zbern auf Bahn 5, rechts neben ihr die deutsche Hoffmann, die einen Fehlstart verursacht und damit disqualifiziert wird. Die erst 19-jährige Zbern beweist auch hier Größe und findet tröstende Worte für ihre Gegnerin. Zweiter Versuch. Zbern, nicht als Schnellstarterin bekannt, gefordert wird sie rechts von der Irin Levin und links von der Französin Gang. Doch Zbern findet schnell ihren Rhythmus, touchiert nur eine Hürde und gewinnt souverän in offiziellen 13-17. Die zweitplatzierte Levin distanziert Zbern um 17 Hundertstelsekunden. Eine Weltreise. Aus Langnau im Emmental stammt Zbern. Das Hürden-ABC hat sie bei den gleichen Trainern wie Lisa Urech gelernt. Und Zbern ist bereits so weit, dass sie bei den Großen an der Weltmeisterschaft starten darf. Die B-Limite hat sie in der Tasche. Zur WM nach Moskau darf sie als U20-Europameisterin reisen. Als letzte Schweizerin hat diesen Titel Meta Antonen gewonnen. Dies war im Jahr 1966. Noemi Zbern hat ein Stück Schweizer Leichtathletikgeschichte geschrieben und sich selber einen Traum erfüllt. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing. Past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this cast. Go, 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 go! Castle of glass.
hardly anything else I need to be. Die junge Schweizerin Noemi zu Bern das Mass aller Hürdensprint-Dinge. Als grosse Favoritin ist sie an die EM auf Italien gereist. Der Druck war gross, vor allem der Druck, den sie sich selber auferlegt hat. Noemi zu Bern hat ihre Leistung gebracht und hat souverän Gold geholt. Heute ist sie zurückgereist in die Schweiz. Zusammen mit Brian Peña, der EM-Bronze im Hürdensprint gewonnen hat, zeigte sich Noemi zu Bern dem kleinen, aber feinen Empfangskomitee. Umarmungen hier, Glückwünsche da. Nur eines fehlte, die Goldmedaille um den Hals der frisch gebackenen Europameisterin. Ich trage sie halt jetzt halt nicht zum Rauskommen. Weil die meisten, die ich eigentlich erwartet, die schon mal gesehen haben. Darum ist es eigentlich nicht mehr so etwas Spezielles. Und ob! Eine Goldmedaille gibt es ja schließlich nicht jeden Tag zu bestaunen. Die Medaillengewinnerin selbst ist stolz und vor allem erleichtert über ihren Triumph. Ich bin eigentlich auch mit ein bisschen Druck hergegangen, logischerweise. Und dass es jetzt gleich ist aufgegangen, ist recht cool. Noemi zu Bern läuft ihre Konkurrenz in Grund und Boden. Und das, obwohl sie neben ihrem Biochemiestudium nur auf rund 5 Trainingsstunden pro Woche kommt. Im Moment ändere ich noch nichts daran, wie man sieht, funktioniert es. Und dann ist im Moment eigentlich auch nicht der Bedarf da, etwas daran zu ändern. Und vielleicht auf nächstes Jahr müssen wir eben auch noch besprechen, eventuell. Aber für mich passt es so im Moment noch mit Uni und allem zusammen. Und dann ist es für mich so in Ordnung. Finde ich auch gut, dass es so bleibt. Eine Goldmedaille bei Junioren-Europameisterschaften hat es für die Schweiz letztmals 1966 gegeben. Noemi zu Bern hat am Samstag in Rieti also ein Stück Schweizer Leichtathletikgeschichte geschrieben. Ich bin recht erschlüpft, als ich es gehört habe. Also habe ich erst nachher erfahren. Aber es ist natürlich ein cooles Feeling, wenn man für die Schweiz etwas arbeiten kann, was eigentlich schon lange nicht mehr passiert ist. Mit 19 Jahren hat Noemi zu Bern ihre beste Zeit noch vor sich. Aber schon jetzt hat sie eine Menge Erfahrung und vor allem schöne Erfolge im Gepäck.